Eigentlich bezeichne ich dich jetzt mal als Hofdame. Du bist ja die Dame des Hofes, auch wenn man anderes darunter versteht. Was hat das zu bedeuten, dieser Hof gut gelingen? Was soll gut gelingen? Ja, alles soll natürlich gut gelingen. Das ist der neue Call-Spruch. Gut gelingen ist der neue Prostspruch. Der Name des Vereins kommt aus dem Ort Gehtlingen. Und wir sind hier in Gehtlingen. Gehtlingen ist nicht sehr groß, aber bald weltberühmt, weil hier einfach das entsteht, was gut gelingen wird. Und wir haben uns einfach überlegt, wir machen einen gemeinnützigen Verein, weil ich die Eigentümerin von einer relativ großen Immobilienanlage bin. Und was brauche ich als Person mit drei Kindern? So viel Raum, so viel Platz, so viel Räume. Also habe ich mir überlegt, ich finde einfach ein paar andere Menschen, die genauso wie ich denken oder ähnlich und wo wir das einfach gemeinsam in ein gutes Gelingen bringen. Und haben dann eine Lebensgemeinschaft erschaffen oder sind dabei, sie zu erschaffen. Ja, und das ist die Örtlichkeit dazu hier in Gehtlingen. Lebensgemeinschaft. Welche Menschen sollen hier eine Gemeinschaft bilden oder wollen hier eine Gemeinschaft bilden? Also es soll mehr Generationen wohnen bedeuten und leben. Das heißt also jedermann. Und jetzt suchen wir natürlich schon mal aktiver oder wünschen uns gefunden werden zu werden von Menschen, die, sage ich jetzt mal, so um die 40 sind mit Kindern, die bereit sind, hier einfach Kraft reinzubringen, um den Garten anzulegen, mehr Permakultur umzusetzen, vielleicht gemeinsam was zu bauen und zu gestalten und Seminare zu machen und Veranstaltungen zu rocken, wie diese hier zum Beispiel, auf der wir uns gerade befinden. Gut, und konkreteres, was wird man hier alles machen können später, wenn man hier leben will? Welche Lebensformen oder Wohnformen bietest du da an oder sind hier möglich? Also im Prinzip eigentlich alle. Es ist aber was gemeinsam sein soll. Also es ist eins nicht. Es ist keine Vermietung. Also es gibt Leute, die kommen hierher und fragen, was kostet ein Zimmer? Das geht nicht, weil wir eine Lebensgemeinschaft sind. Das heißt also, wir wollen miteinander leben und es ist nicht eine Vermietungssituation. Und das heißt also, die Person oder die Familie oder die Gruppe, die hierher ziehen möchte, die kann sozusagen Teil der Lebensgemeinschaft sein, wenn es mit allen passt. Und dann muss man sich eben miteinander auseinandersetzen, ob es passt. Und dann kann die Person, die Gruppe, alles umsetzen, was sie wollen. Also wohnen und ein Projekt umsetzen, Workshops machen oder anbieten, Feste organisieren, gastronomisch aktiv sein, Landwirtschaft in irgendeiner Form im kleinen Rahmen, sage ich jetzt mal, realisieren. Alles das ist möglich. Handwerk, es gibt eine Werkstatt, man kann sich kulturell ausleben, wenn man Maler ist oder Skulpturen machen kann, Musiker natürlich, all die Sachen sind möglich. Und was ist da noch alles zu tun? Welche Unterstützung brauchst du noch? In welchem Umfang denkst du? Naja, also ich möchte gar nicht eine Unterstützung für mich persönlich, sondern wir als Gemeinschaft wollen wachsen. Und dann sollte das, was eingebracht wird oder angeboten wird durch die Angebote der Teilnahme, halt möglichst so sein, dass das der Gemeinschaft was bringt. Also wenn jemand eben Zeit einbringen möchte und Fertigkeiten, das wäre gerade schön. Natürlich ist Geld nicht komplett unwillkommen, aber keine Bedingung. Aber wenn jemand sagt, er hat jetzt einfach das Gefühl, es wird bald das Geld sowieso nichts mehr wert sein und er möchte 20.000 Euro reinstecken, dann kann man davon Dachziegel kaufen, um dann, wenn es dran ist, irgendein Dach neu zu decken oder so weiter. Also das ist möglich, aber keine Bedingung. Gut, ihr steht am Anfang. Wie schätzt du das ein? Wann werdet ihr ja eine ausreichend große Gemeinschaft sein? Also ich sag mal so, hier ist ein Potenzial von über 40 Menschen, die hier sein können. Und wir wollen aber nichts überstürzen. Also 30 auf einmal wäre echt zu anstrengend, weil man muss sich kennenlernen, man muss auch sich gegenseitig mal austauschen, im Gespräch bleiben, in der Entwicklung sein und so weiter. Da ist es dann besser, wenn die sozusagen einzeln bzw. in Kleingruppen kommen. Und ich würde da keinen zeitlichen Rahmen sehen, aber
innerhalb von 2 Jahren oder 3 ist das sicher möglich. Kommt aber darauf an, wer da kommt und was er sozusagen an Möglichkeiten mitbringt. Jetzt sind wir hier bei deinem Herbstfest oder Hochfest, die zweite Veranstaltung dieser Art. Was hat uns noch zu erwarten? Jetzt haben wir Kaffeezeit, es geht so noch etwas länger. Und wann ist das nächste Fest schon geplant? Ja, das nächste Fest ist schon geplant. Das ist am ersten Wochenende im Dezember. Also das wird dann ein Advents-Weihnachtsmarkt sein. Und wir werden jetzt monatlich ein Fest wie dieses hier organisieren. Also wir haben jetzt Ende Oktober, also von daher ist Anfang Dezember noch in der Toleranzgrenze. Aber wir wollen anpeilen, dass wir das sozusagen jeden Monat machen und dass es immer größer wird und wächst. Ja, also jeder kann sich theoretisch anmelden und seine runden Geburtstage hier feiern, kann in irgendeiner Form Jugendweihe, Abiball, Motto-Party und so weiter, alles was man möchte oder einfach nur so aus Laune unsere Räumlichkeiten nutzen. Wir haben wirklich diese riesige Scheune mit einer Cocktailbar, die wir auch bedienen können, Essens-, Kochensmöglichkeiten und so weiter, um doch für einige Menschen die Location zur Verfügung zu stellen. Und das geht noch zusätzlich zu diesen Events, die alle 4 Wochen stattfinden sollen und werden. Gut, was ist der dringendste Wunsch für die nähere Zukunft? Ja, also ich denke, wir steuern gerade auf eine wirtschaftliche Krise zu oder sind eigentlich schon mittendrin. Und ich denke, wir müssen alle zusammenrücken. Also ich wünsche mir, dass wir alle diese Priorität erkennen, gemeinsam Wege finden, und die finden wir aus meiner Sicht nur im Gemeinsamen. Und wenn wir einmal im Gut gelingen, das umsetzen, dann aber auch Vernetzung mit rundum im Stendaler Bereich, Altmark und so weiter, und dann Vernetzung deutschlandweit, überall solche Orte der Vernetzung, der Sicherheit, der Gemeinsamkeit und des Zusammenlebens und Findens.